Ich darf Ihnen jetzt noch abschließend etwas über Vitrektomie erzählen, also die Glaskörperoperation. Ganz kurzer historischer Exkurs. Wir haben angefangen sozusagen mit ersten Glaskörperentfernung ist mit der Tupfervitrektomie. Das ist in der Regel bei Verletzungen gewesen oder wenn man größere Schnitte gehabt hat, auch im Rahmen von groß zugänglichen Kataraktoperationen, dann konnte man sozusagen mit dem Tupfer den Vitreous aus dem Auge ziehen und ihn mit einer Schere abschneiden. Das ist natürlich keine echte Vitrektomie, wie wir das heute verstehen. Die erste Dreiport-Vitrektomie, die ist 1970 durch Robert Machemer eingeführt worden. Und das war damals eine 16-Gauge-Vitrektomie. Das ist heute quasi unvorstellbar. Sie sehen hier unten so ein historisches Bild davon, was für Rieseninstrumente das waren, die wir da ins Auge geführt haben oder die da ins Auge geführt worden sind. Ich habe das Gott sei Dank nicht erleben müssen. Aber ich bin noch groß geworden mit der 20-Gauge-Vitrektomie. Das war ja der Standard über viele, viele Jahre. Und 20-Gauge-Vitrektomie hieß eigentlich immer, dass man die Bindehaut eröffnen musste, Sklerotomien stechen musste, die man später zunähen musste, weil die verhältnismäßig groß waren. Aber es war ein Fortschritt eindeutig. Es kam dann ein neuer Fortschritt dazu, dass Biome eingeführt worden, das heißt, dass wir nicht mehr handgehaltene Lupen auf dem Auge brauchten, um das Bild, was sich ja verkehrt herum darstellt, wieder zurückzuführen, gab es also angeschraubte Lupensysteme an das OP-Mikroskop. Und es kam dann vor 25 Jahren dazu, dass man auch sich überlegt hat, ob man diese Zugangswege nicht sogar nahtlos hinbekommen kann. Das ging dann erst ohne Bindehaut, also noch mit Bindehauteröffnungen, später dann auch tatsächlich schon mit Portsystemen bei der 20-Gauge-Vitrektomie. Die Entwicklung ging aber rasant weiter, wobei im Prinzip immer schon gesagt worden ist, da sind doch physikalische Grenzen und wie sollen wir denn den Glaskörper da rausholen und wie sollen wir denn genug Wasser in das Auge hineinbekommen, wenn wir da was herausschneiden. Wir können die Instrumente ja nach den Gesetzen der Physik nicht unendlich klein machen. Aber die Industrie ist pfiffig, die hat das geschafft. Die haben uns vor knapp 20 Jahren die 23-Gauge-Vitrektomie gemacht, was immer noch so ein gewisser Standard ist. Relativ schnell hinterher aber schon auch die 25-Gauge-Vitrektomie. Da sind wir jetzt schon bei Schnittbereichen von 0,5 Millimetern bis hin vor etwa 10 Jahren der 27-Gauge-Vitrektomie. Wir haben jetzt im Prinzip Zugangswege, die sind 0,4 Millimeter groß. Da muss man nichts mehr nähen. Der Glaskörper an sich, den haben wir ja nur inzwischen schon ganz gut kennengelernt, ist normalerweise ja klar und fast unsichtbar und kommt so unscheinbar daher. Und die Patienten, wenn ich denen erzähle, wir nehmen den heraus, dann sind sie immer ganz erschrocken, weil sie glauben, dass der für irgendwas Nütze ist. Ich sage ihnen immer, in ihrem Alter nicht mehr. Aber er wird für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich gemacht. Ja, und das sind ganz, ganz unterschiedliche Erkrankungen. Makulaforamen, Gliosen, das vitromakuläre Traktionssyndrom, also Erkrankungen des vitro-retinalen Interfaces, dann natürlich die diabetische Retinopathie, die proliferative Vitro-Retinopathie, also komplexe Ablation ist, überhaupt jede Netzhautablösung, Optik-Dispit, traktive Optikopathien, Makulaödeme unterschiedlichster Genese, retinale Venenverschlüsse, ION, bis hin zur exudativen AMD. Wie können wir das sozusagen beheben? Eben durch die Entfernung des Glaskörpers. Was haben wir bei der Vitrektomie? Wir haben ja standardmäßig die Dreiport-Vitrektomie, gehen über die Pars plana in das Auge ein. Die markieren wir uns 3,5 mm versus 4 mm bei Phakenpatienten vom Limbus ausgerechnet und eben in der modernen Vitrektomie über solche Portsysteme haben wir also die drei Zugangswege in das Auge. Wir sehen hier nochmal verschiedene Vitrektomgrößen dargestellt, bis hin eben zur 27-Gauge-Vitrektomie. Einzelne Instrumente, die wir benutzen, sind sogar noch kleiner. Also wir haben zum Beispiel auch Lichtleiter, die 29-Gauge groß sind, wenn wir noch eine zusätzliche Illumination brauchen. Es gibt auch Nadeln, die noch kleiner sind, um unter der Netzhaut zu arbeiten. Die werden aber in der Regel auch über diese Trokarsysteme eingeführt. Am Ende so einer Operation muss man sich immer Gedanken darüber machen, was bringen wir wieder in das Auge ein. Während der Operation ist das eine balancierte Salzlösung. Die kann man bei manchen Operationen durchaus im Auge drin lassen, aber häufig brauchen wir dann eben doch
andere Tamponaden, die wir im Auge verwenden. Luft ist in dem Sinne keine echte Gastamponade, weil sie im Prinzip ja keinen Druck ausübt, aber wir haben expandierende Gase, die wir benutzen können, verschiedenen Expansionsgrades, die dann auch entsprechend mit Luft gemischt werden müssen. Am wenigsten lang verbleibend eigentlich das SF6-Gas, das wir in der Regel bei Netzhautablösungen verwenden, und das C2F6-Gas, was wir etwas bei einer längeren Tamponade zum Beispiel für Makula-Foramina verwenden. C3F8 findet bei uns keine Anwendung, wäre aber nochmal länger wirksames Gas. Dann gibt es Silikonöl, das eine quasi Dauertamponade darstellt, die wir allerdings wieder herausnehmen aufgrund bestimmter toxischer Eigenschaften des Öls, auch der Frage der Emulsifizierung. Kann Silikonöl, aber hat aber einen dauerhaften Druck auf die Netzhaut und wirkt auch hämostyptisch. Und dann gibt es noch sogenannte schwere Öle. Öl ist ja auch leichter als Wasser, schwimmt also eigentlich oben. Es gibt aber schwere Öle, die schwerer sind als Wasser und damit zum Beispiel Defekte im unteren Netzhautbereich tamponieren können. Ganz prinzipiell, so sieht das Stechen von Trokaren, also der Zugangsweg in das Auge hinein aus. Ja, man, so ähnlich wie bei der IVOM, macht man einen schrägen Kanal, den man dann erst begradigt. Das Ganze auch mit etwas zur Seite ziehen der Bindehaut, um möglichst das Bindehautloch, also ich mache das immer mit dem Trokar, ja, die Bindehaut zur Seite und dann schräg hinein und gerade aufgestellt Richtung Augenmitte. Das Ganze an drei Stellen, in der Regel temporal oben, unten und nasal oben. Das kann man aber auch durchaus anders handhaben, indem man zum Beispiel von der Seite operiert. Da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Was haben wir jetzt prinzipiell für Indikationen, wann vitrektomieren wir, wann entfernen wir den Glaskörper? Im Grunde genommen gibt es drei Felder, wo es sinnvoll ist oder notwendig ist, den Glaskörper zu entfernen. Das erste ist, der Glaskörper selbst ist dem Patienten im Wege, weil er getrübt ist. Das heißt, das ist das, was der Patient beklagt, Trübung des Glaskörpers. Wie kann eine Trübung des Glaskörpers zustande kommen? Das Wichtigste und Hauptsächlichste sind Glaskörperblutungen. Und Glaskörperblutungen wiederum haben ganz, ganz viele Ursachen. Das ist zum einen der Diabetes. Früher war jede zweite Vitrektomie eine diabetische Glaskörperblutung. Das ist viel weniger geworden. Aber Blutungen insgesamt kommen doch relativ häufig vor. Aber der Diabetes eben dort an erster Stelle. Natürlich dasselbe Mechanismus bei den Zentralvenenverschlüssen. Aneurysmata können bluten. Dann haben wir das Terson-Syndrom als Abpressblutung bei Subarachnoidalblutungen. Wir haben Durchbruchsblutungen bei Tumoren oder bei der AMD. Die zweite Sache, die zu Trübung führen kann, sind Entzündungen des Glaskörpers. Entweder immunologisch bei einer Uveitis. Das ist keine sehr häufige Indikation, aber sie kommt durchaus vor. Und die Vitrektomie durchaus ihre Berechtigung in der Behandlung einer schweren Uveitis mit Trübungen. Aber natürlich ganz wichtig, im Prinzip bei jeder Endophthalmitis, die nicht auf Medikamentengabe anspricht. Also immer dann, wenn wir einen Patienten sehen, bei dem das Fundusrot dann verloren zu gehen droht. Dann auch letztendlich eine Trübung des Glaskörpers ist ein Linsenkernverlust nach komplikativer Kataraktoperation. Oder, und das ist etwas, was wir früher verneint hätten, dass das eine Indikation wäre, sind auch Floater. Also einfach Trübungen, die der Patient wahrnimmt, die einfach einen Alterungsprozess des Glaskörpers darstellen. Da hätten wir früher die Hände gehoben und gesagt, um Gottes Willen, bitte nicht vitrektomieren, was wir da anrichten und welche Komplikationen. Aber inzwischen ist es so, bei 27 Gauge ist es im Prinzip überhaupt kein Problem mehr. Das Einzige, was ich den Patienten bitte, ist, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, zu überlegen, ob es tatsächlich ihn so beeinträchtigt in seiner Lebensführung, dass er da operiert werden möchte. Und wenn er das dann immer noch will, dann kriegt er seine Vitrektomie auch bei Floatern. Die zweite Indikation ist, dass wir eigentlich den Glaskörper mit dem eigentlich gar nicht zu schaffen haben, sondern wir wollen unser Zielobjekt ist eigentlich die Netzhaut. Ja, wir wollen also an oder unter die Netzhaut. Das sind also alle Erkrankungen des vitreoretinalen Interface oder subretinale Erkrankungen. Dazu haben wir schon genannt, epiretinale Gliose, Makulaforamen. Aber auch ein Zugangsweg zu subretinalen Membranen. Auch das ist natürlich dann nur möglich, wenn wir durch den Glaskörper entfernen und sozusagen durch diesen Glaskörperraum dahin gehen. Und auch dazu gehört natürlich eine nicht komplexe rheumatogene Ablatio, die im Prinzip, wo es jetzt nicht so sehr um die lokale Traktion geht, sondern einfach um die Wiederanlage der Netzhaut.
Das wäre das zweite Feld. Und das dritte Feld ist jetzt quasi eine Mischung aus beidem, nämlich da, wo es um die Lösung von Adhäsionen geht zwischen Glaskörper und Netzhaut. Wie wir das jetzt schon kennengelernt haben bei der proliferativen diabetischen Vitreoretinopathie, ähnliche Endstadien beim Zentralvenenverschluss oder bei der frühgeborenen Retinopathie, komplexe Amotiones wie die PVR-Amotio oder das vitreomakuläre Traktionssyndrom, wo es hier darum geht, die Verwachsung zwischen Glaskörper und Netzhaut zu lösen. Das sind im Prinzip die Indikationsfelder, wann wir vitrektomieren. Dieser Begriff jetzt gerade für diese letzten Erkrankungen und für die epiretinale Gliose und die Makuloforamina der anormalen hinteren Glaskörperabhebung hat so vor etwa 10, 15 Jahren so Einzug gehalten. Und wir haben gelernt, dass im Prinzip eine Glaskörperabhebung ja etwas ganz Normales ist, die aber häufig nicht normal verläuft. Und diese unnormale hintere Glaskörperabhebung zu verschiedenen Erkrankungen führen kann, eben wie zum Makularloch, wie zu einer Gliose, aber möglicherweise eben sogar zu einer exudativen AMD. Ja, selbst das ist durch eine Traktion möglicherweise bedingt. Die Lösung ist, wir heben den hinteren Glaskörper ab. Ja, das ist im Prinzip das, was wir ja machen können. Das können wir durch eine Vitrektomie eben gut erreichen. Wir entfernen damit allerdings Narben. Das heißt, es ist ein relativ später Eingriff. Viel besser wäre das im Grunde genommen, wir könnten das enzymatisch machen. Da gibt es ja erste Ansätze, den Glaskörper enzymatisch zu lösen. Wir sind da mit dem Okryplasmin ja relativ weit, wobei insgesamt das natürlich enttäuschende Lösungsraten sind und wir uns da schon versprechen, dass es da noch Medikamente geben könnte, die das etwas hochtreiben, sodass Krankheitsbilder wie zum Beispiel Makuloforamen tatsächlich angehbar sind, das enzymatisch zu lösen und nicht mehr nur zu vitrektomieren. Das vitreomakuläre Traktionssyndrom ist also heute durchaus noch eine Erkrankung, die wir behandeln wollen mit diesen Mikroplasminen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das im Prinzip eigentlich fast nur sinnvoll ist bei kleinen Anheftungsstellen. Und Herr Dr. Paul hat ja da auch sehr dazu geguckt, wie man sozusagen das noch eingrenzen kann. Ob Frauen profitieren, glaube ich, mehr als Männer davon. Größere Anheftungsstellen sind schlechter als kleine Anheftungsstellen. Also da gibt es verschiedene Kriterien, die man annehmen kann, um wenigstens die Rate des Mikroplasmins so in Richtung 50% zu machen. Mit einer Vitrektomie bekommen Sie solche Traktionen natürlich zu 100% weg. Was machen wir jetzt bei einer Vitrektomie, zum Beispiel beim vitreomakulären Traktionssyndrom? Das erste ist, wir müssen den Glaskörper abheben. Ja? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Hier sieht man, dass der Glaskörper wie so ein Trampolin hängt er da drauf. Ja, man sieht immer zu, dass ich ziehe da dran, jetzt schon mit einer Pinzette, ging mit dem Vitrektrum gar nicht zu lösen, sondern ich muss hier wirklich mechanisch den Glaskörper erstmal so weit mobilisieren, die hintere Grenzmembran, dass ich überhaupt einen Zugangsweg finde. Das ist richtig wie so ein Trampolin da oben drauf. In dem Fall habe ich das sogar mal mit Triamcinolon angefärbt, um es besser sichtbar zu machen. Das ist aber erstmal der erste Schritt, der überhaupt passieren muss, um dann möglicherweise zum Beispiel eine Gliose überhaupt noch operieren zu können. Dann kommt im Prinzip wirklich die Glaskörperentfernung zum Tragen. Da ist jetzt das Vitrektom im Gange. Und jetzt sieht man auch, wie der Glaskörper sich tatsächlich abheben lässt im zentralen Bereich. Diese Vitrektome, die wir benutzen, sind inzwischen in der Regel Doppelcutter. Das heißt, die haben eine doppelte Schnittrate, weil das Messer quasi auf beiden Seiten sitzt. Und wir können damit also Schnittraten so bis zu 18.000 Schnitten in der Minute erreichen. Das ist also relativ viel. Und dann geht es im Prinzip jetzt noch darum, auch die ILM zu peelen. Das ist bei vielen Erkrankungen der Makula notwendig. Wir machen das im Prinzip bei jeder Gliose, bei jedem Makuloforamen und auch im Rahmen von vitreomakulären Traktionssyndromen. Man färbt sich dann die ILM mit einem Vitalfarbstoff an,
Das ist hier in dem Fall Membrane Blue. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Den lässt man eine Weile einwirken. Und dann kann man im Prinzip diese obere Netzhautschicht mit einer feinen Pinzette peelen. Ja, die sind unterschiedlich fest verhaftet. Es gibt Erkrankungen, wo es extrem fest ist. Zum Beispiel bei Diabetikern ist es ganz schwierig. Kriegt man häufig nur Fetzen sozusagen und muss sehen, dass man dann wirklich alles entfernt hat. Bei manchen geht das in einem Rutsch. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, aber hier sieht man jetzt, dadurch, dass das blau angefärbt ist, sieht man im Prinzip, dass man diese obere Netzhautschicht, die ist ja eigentlich die Basalmembran der Müllerzellen, mit der Pinzette entfernen kann. Dadurch haben wir eine traktive Komponente weniger und das führt zum Verschluss oder zur Glättung, zum Verschluss von Foramina oder zur Glättung der Netzhaut im Makulabereich. Bei dem Macula Foramina, das kann ich überspringen im Prinzip, weil Dr. Paul das vorhin schon mal von der Klassifikation her gezeigt hat. Auch da ist zur Vitrektomie noch die Möglichkeit des Mykoplasmins dazugekommen, aber auch da hat sich gezeigt, dass es im Prinzip um die Größe der Foramina geht, also um so Löcher über 400 Mikrometer bringen da gar nichts. Löcher unter 250 Mikrometer sind relativ gut anzugehen. Aber auch das nur mit einer Erfolgsrate um die 40%, sodass auch da die Vitrektomie absolut die Domäne bleibt. Bei den Gliosen, gut, da sieht das ähnlich aus, da brauchen wir eigentlich jetzt nicht drüber reden. Das ist ja quasi Standard, gerade wenn das so großflächige Sachen sind und die deutlich zu Metamorphopsien führen, dann ist die Vitrektomie da unumgänglich. Man ist ein bisschen, was bei den Gliosen ist, etwas zurückhaltender geworden in der Operationsindikation, wenn das einhergeht mit Makulaschichtforamina, weil die häufig eine sehr gute Sehschärfe noch haben und wenig Symptome und sich über Monate und Jahre häufig gar nicht verändern. Also da ist man etwas zurückhaltender geworden, das gleich zu operieren. Bei Gliosen, die Metamorphopsien machen, ist das aber keine Frage. Dann haben wir auch beim diabetischen Makulaödem durchaus eine Indikation, wenn das traktiv zum Beispiel wirkt, wie man das hier sieht, ne, dass der Glaskörper hier anheftet und aufliegt, dann ist das sicherlich eine unterstützende Komponente für solche Ödeme und dann ist auch eine Vitrektomie hier hilfreich. Und das muss man sich ganz genau angucken, ehe man da das 25. Mal ein Anti-VEGF reinspritzt und das 5. Ursodeckstäbchen im Auge herumschwimmt, ist dann unter Umständen irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo man doch ein ILM-Peeling machen sollte, ja, um auch eine Resorption solcher Makulaödeme zu bewirken. Und ähnliche Mechanismen spielen ja auch bei den Venenverschlüssen eine Rolle, wenn es um die Behandlung des Makulaödems geht. Bei den Venenverschlüssen gibt es noch, vielleicht einfach auch ein bisschen aus einer Historie heraus, ganz interessante Abweichungen, wie man sich überlegt hat, wie man bei Zentralvenenverschlüssen, aber auch bei Venenastverschlüssen es dazu erreichen kann, dass die Vene wieder durchblutet ist, weil häufig ist ja die Arterie, die da nebenläuft, das eigentliche Problem. Und da hat man also verschiedene Operationsmethoden, die inzwischen weitestgehend wieder verlassen worden sind, ausprobiert, nämlich die Schitotomie, was man da auf der rechten Seite sehen. Ich glaube, der linke Film läuft irgendwie nicht, wo man versucht hat, die Gefäßscheide zwischen Arterie und Vene zu durchtrennen und damit der Vene wieder mehr Durchfluss zu gewähren. Eine sehr feine, sozusagen sehr feine Chirurgie, die man da betreiben musste mit speziellen Messern. Nicht ganz ungefährlich, was die Blutungsneigung anbelangt und von den Ergebnissen her enttäuschend. Also das hat man komplett wieder aufgegeben, das macht, glaube ich, kein Mensch mehr. Was eher noch interessant ist, ist die Radiere Opticus, Optikotomie, die RON, wo man beim Zentralvenenverschluss einen Schnitt macht, um den Skleralring zu durchsprengen und dadurch einen besseren Durchfluss durch die Zentralvene erreicht. Auch das geht einher mit dem ILM-Peeling. Ich glaube, wir kürzen das trotzdem ab. Das wäre jetzt hier auf der linken Seite zu sehen. Sozusagen die Vorbereitung für diese RON. Hier auf der rechten Seite, wie gesagt, diese Dissektion zwischen Arterie und Vene. Hier sieht man das mit dem Messer ganz gut, wie man da also zwischen Arterie und Vene gehen kann, um dem venösen Durchfluss da wieder mehr Platz zu schaffen. Ich glaube, ich zeige diesen martialischen Schnitt der RON jetzt dann trotzdem mal nicht. Oder kommt er gleich? Mal gucken.
Ja, also mich juckt es ja immer mal in den Fingern, aber ich glaube schon, dass es noch so den einen oder anderen gibt. Man braucht halt ein spezielles Messer dafür. Ne? Ja, wir haben es nicht mehr. Ne? Ja. Gut, wir machen mal weiter. Beim Venenverschluss, das hatten wir schon, genau. Dann gibt es dann natürlich noch weitere Vitrektomie-Indikationen. Hier zum Beispiel sehen wir Vitrektomie bei einer Endophthalmitis. Da sieht man erstmal nichts. Ja? Also häufig ist es so, dass der Glaskörperraum doch erheblich getrübt ist. Aber da ist es ganz wichtig, dass man wirklich vor allem zentral den Glaskörper gut abträgt. In der Peripherie ist das häufig gar nicht so sehr gut möglich, den Glaskörper komplett zu entfernen, weil so entzündliches Material da ist, dass man nicht direkt differenzieren kann, was Glaskörper ist und was Netzhaut. Da sollte man lieber etwas Glaskörper im Auge belassen. Und wichtig ist dann am Ende, also wenn man so einen Funduseinblick dann am Ende hat, das wäre schon gut, aber Sie sehen hier im Prinzip, wie schwer die Veränderungen sind durch diese Blutungen, die da intraretinal vorhanden sind. Ja, also gerade bei einer Endophthalmitis, also nicht zu ausgiebig. Das wäre mal ein Auszug aus einer Vitrektomie bei einer proliferativen Retinopathie mit Traktionssegeln. Da geht es ja wirklich darum, dass man die Dissektionsschichten im Prinzip findet zwischen dem, was da noch Glaskörper ist und dem, was dann schon Netzhaut ist. Das ist ja häufig nicht so sehr gut zu differenzieren. Das heißt, wenn man da anfängt, hier ist ja im Prinzip schon vollständig gelaserter Fundus, ja, und trotzdem ist da dieses massive Proliferationssegel hier zentral, dann geht es darum, im Grunde genommen den Glaskörper sich so gut darzustellen, dass man ihn abheben kann, ohne dass man die ganze Netzhaut damit abhebt. Und da kann dann auch mal hilfreich sein, dass man sich Färbemittel in das Auge gibt. Das Triamcinolon ist da gar nicht so schlecht, wobei ich es jetzt auch schon jahrelang eigentlich nicht mehr benutzt habe. Aber ab und zu ist es mal notwendig, wenn man es wirklich nicht gut visualisiert bekommt. Manchmal ist es notwendig, auch bimanuell zu arbeiten mit Schere und Pinzette und dann tatsächlich eben diese Verwachsung auch richtig schneidend löst. Man macht in der Regel dann erstmal die Peripherie sauber. Oh, das ist ein bisschen sehr klein, ne? Ja, da sieht man das jetzt. Das sieht man jetzt nicht so gut, wo das eigentliche Peeling da stattfindet. Das ist unter einer speziellen Lupe. Ich glaube, ist nicht zu sehen, ne? Nee. Ja, genau. Also es ist manchmal wirklich notwendig, das scharf zu schneiden. Da kann man das nicht einfach abheben, sondern da muss man wirklich die Ebene finden, wo Glaskörper aufhört und Netzhaut anfängt. Netzhautablösung, das war ja sozusagen noch der Ausblick, den Frau Dr. Weber noch offen gelassen hat. Natürlich auch bei Netzhautablösung vitrektomieren wir. Das Ganze kann man auch, kann man pseudophag machen, kann man aber natürlich auch jetzt wie in diesem Fall bei belassener Linse machen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil es da schon darum geht, wirklich die Peripherie sauber zu machen. Hier sieht man ganz gut, wie die Netzhaut flattert, ja, während man da schneidet. Das Loch ist zu erkennen, hier außen an der Seite. Und im Prinzip ist der Werdegang einer solchen Operation der, dass man den Glaskörper entfernt, stufenweise. Das Auge wird in der Regel aufgefüllt mit einer schweren Flüssigkeit, einem Perfluorcarbon, in der Regel Perfluordekalin. Und dann wird die Peripherie penibel gesäubert, um unter diesem PFC die Netzhaut komplett anzulegen. Hier sieht man jetzt das Loch ganz gut. Wenn man das Auge dann komplett mit Perfluordekalin gefüllt hat, die Peripherie komplett, jetzt ist hier nochmal so ein peripheres Eindellen mit der Lichtsonde da und wirklich die Vitrektomie bis in den äußersten Winkel, dann wird die anliegende Netzhaut versorgt, also das Loch umstellt mit Laser, in der Peripherie durchaus auch mal mit Kryo, sodass alle Defekte versorgt sind. Und dann muss man jetzt dafür sorgen, dass wenn man das Dekalin wieder herausnimmt und das Auge mit Luft füllt, das wäre dann der nächste Schritt in dieser Operation, dass die Netzhaut dann anliegend bleibt. Wenn die Netzhaut unter Luft anliegt, muss man, Luft selbst hat keinen Druck, der ausgeübt wird, das dann einen Gasaustausch machen. Das war hier gerade zu sehen, da gibt man also dann entsprechende Menge Gas in das Auge ein, entfernt die Trokare und wenn ja, häufig sind sie so gestochen, dass das auch dicht ist und man die nicht noch übernähen muss.
Und eine letzte Indikation, vielleicht noch einfach eine dichte Glaskörperblutung bei einem Zentralvenenverschluss. Auch da ist es manchmal dann schwierig, zum Beispiel eine Linse vorher zu operieren. Das gibt also da durchaus sehr, sehr dichte Blutungen, wo man erstmal gar nichts sieht und wo man auch mit einer gewissen Vorsicht dann hinter der Linse erstmal vorgehen muss, weil man nicht weiß, ob da dann eventuell schon Netzhaut kommt. Ja, nicht alles ist im Ultraschall da klar zu sehen. Ich heute früh gerade wieder leidlich erfahren musste. Ja, und dann kann man den Glaskörper im Prinzip komplett aufarbeiten und den entsprechenden Venenverschluss dann so versorgen, wie man das eigentlich macht. Hier sieht man nochmal, wie eingebluteter Glaskörper in der Peripherie dann aussieht, bei wenig Durchleuchtung. Und dann wird natürlich entsprechend behandelt mit dem Laser. Da können wir ja sehr gezielt vorgehen, flächig lasern oder eben auch fokal. Das ist noch eine Kryokoagulation, die wir dann in der Peripherie zusätzlich durchführen. Und hier dann die Eingabe von Luft und der vollständig gelaserte Fundus. Ja, das war es von meiner Seite aus zum Thema Vitrektomie.